Willkommen zu Besser als Krieg mit Oliver Polak und Gästen. Meine Gäste sind heute Sibel Schick. Sie ist freie Autorin, Journalistin, Speakerin, Social-Media-Redakteurin und Aktivistin. 85 in Antalya geboren, wohnt seit 2009 in Deutschland. Sie ist Einzelkind und zog fort aus der Türkei, weil sie die Diskriminierung in ihrer Heimat leid war. Als Kurdin, Frau, Alevitin. So eine richtige gute Idee, nach Deutschland dann zu ziehen, ne? Wenn du nicht mehr diskriminiert werden willst. Sie ist Kolumnistin beim Missy-Magazin. Ihre Texte erscheinen in der Taz, bei Spiegel Online, Neues Deutschland, Neue Welt und beim Kreuzer. Ihr Podcast Scharf mit Alles. 2019 erschien ihr Buch mit dem wirklich wunderbaren Titel Deutschland schaffe ich ab, ein Kartoffelgericht. Sie wünscht sich Werte, wo keine Werte sind. Weil sie in Istanbul für ihr Gesangsstudium abgelehnt wurde, schloss sie sich damals einfach mal weg und zockte wochenlang, monatelang Sims und hörte Noah Nora Jones. Sibel ist laut, sanft, wütend und sucht auch nach Gerechtigkeit, liebt Schuhe und Tiere. Sie hat einen sehr, sehr guten Humor. Und wenn sie dann lacht, kann man das nicht überhören, denn sie hat die dreckigste Lache Deutschlands. Sibel, schön, dass du da bist. Mein weiterer Gast ist Seyda Kurt, 92, geboren in Köln-Kalk. Sie ist Journalistin, Autorin, Moderatorin. Sie hat Philosophie, Romanistik und Kulturjournalismus in Köln, Bordeaux und Berlin studiert, arbeitet als freie Autorin, unter anderem für die Taz und die Zeit. Nebenher gibt Seyda Workshops. Einer ihrer beliebtesten Workshops hat den großartigen Titel Fluchen und Beleidigen, ohne sexistisch, rassistisch oder klassistisch zu sein. Es bereitet ihr Magenkrämpfe, das Wort Integration zu schreiben. Ihr Lieblingsstoff, ihr Teddy, ein Kuschelbär mit großem Kopf und Knastoutfit, dem hat sie als Kind versehentlich die Nase abgebissen. Die Stofftiere ihrer Schwester hat sie wiederum sehr mutwillig kaputt gemacht. Sie mag keine Haustiere, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie als Kind mit 5 Wellensittichen aufgewachsen ist. Sie ist rational, radikal, oft auch sehr zerstörerisch, dekonstruktiv, reflektiert, wütend. Sie ist Twitter-Philosophin und sehr schnell gerührt in Situationen. Seyda, ich bin gerührt, weil du da bist. Danke. Ja, schön, dass ihr da seid. Das Konzept der Sendung ist, wir haben hier so Bällchen mit Themen, ne? Und ihr sucht euch ein Thema raus und dann reden wir 12 bis 13 Minuten über dieses Thema. Dann gibt es so einen Countdown und dann 10 Sekunden und dann ist das Thema vorbei. Das heißt, wenn ihr hier mich angreifen wollt oder anfangen zu weinen, dann ist Stopp. Es interessiert niemand mehr, weil wir dann das nächste Thema quasi raussuchen. Und ich würde sagen, du pickst einfach das erste Thema, oder? Na, alles klar. Genau, bleib sitzen. Ein bisschen wie auf so einem Kindergeburtstag, ne? Wenn die Spiele so anfangen. Okay. Aber ich habe hier richtig Angst jetzt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe auch Angst. Ja? Warum habt ihr Angst? Weil wir nicht wissen, warte, bevor du es öffnest, bitte. Warum habt ihr denn Angst? Na, haben wir nur so gesagt. Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Was wäre denn das Schlimmste, was da draufstehen könnte? Weil du sagst, du hast Angst. Was wäre denn so eine Angst, was auf dem Zettel stehen würde, wovor ihr wirklich Angst hättet? Oder? Angst ist ja jetzt nicht unbedingt rational. Ich kann es jetzt nicht so genau begründen, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal, was passiert. Puh, herzzerreißend. Herzzerreißend? Richtig, herzzerreißend. Mhm. Das kann auch so englisch heartbroken sein. Das kann Liebeskummer sein. Aber es kann auch sein, einen Crush auf jemanden haben. Oder es kann sein, was einem, wenn man etwas gesehen hat, was man gerade sieht, irgendwo, was einen wirklich fertig macht und traurig macht. Wie zum Beispiel das an den Grenzen von Griechenland. Also das könnte auch herzzerreißend sein. Mhm. Okay. Also ehrlich gesagt, jetzt heute, wo wir hier sitzen, kann man, glaube ich, auch an nichts anderes denken als, als das, was passiert an der griechisch-türkischen Grenze. Also ich musste auch jetzt direkt daran denken, als du beschrieben hast, irgendwie, was das bedeuten könnte. Es ist vieles, aber auch Hanau, ne? Also der Terroranschlag gestern war ja die Trauerfeier, das war auch irgendwie sehr herzzerreißend, wenn man das so nennen möchte. Ich finde halt herzzerreißend hat auch irgendwie so eine sehr dramatische... Ja, ich mag die Konnotation von dem Begriff auch nicht. Ne? Also auch so dieses Bild, also es ist ja nicht herzzerreißend in dem Sinne, es ist einfach so eine schreiende Ungerechtigkeit, es ist einfach falsch. Ja, aber ich finde schon, dass, also da bin ich bei dir, dass es ungerecht ist, dass es falsch ist, aber Aber ich finde schon das Bild sehr klar, dass man sagt, das zerfetzt mein Herz. Ne? Das Herz steht da irgendwie für Emotionen, für Empathie. Und dass das daran reißt und das auseinanderreißt, irgendwie, dass das irgendwie angegriffen wird, das Herz. Hm. Nee, voll. Aber ich glaube, da ist es ein gutes Beispiel. Also ich weiß noch, jetzt vor allem nach dem Anschlag in Hanau, aber auch die letzten Tage, also dass das Gefühl da ist, so mein Inneres, etwas ist an mir kaputt gegangen. Und das nicht nur im Sinne von, in einem symbolischen Sinne, irgendwie mein Herz ist zerrissen, sondern wirklich so dieses körperliche Gefühl, da ist etwas in mir kaputt gegangen. Und ich weiß nicht, ob man das nochmal zusammenflicken kann. Und dann merkt man irgendwann so eine Woche später oder so, irgendwie geht's doch weiter. Hm. Was meinst du genau damit? Was, kannst du es benennen, was kaputt gegangen ist? Also ich glaube, das hat einfach rein auch biochemische Gründe, also wir sind ja in unserer Gesellschaft noch nicht so weit, dass wir zum Beispiel Schmerz, der entsteht, oder Gewalt, die sich auswirkt, die nicht sichtbar ist, auch als solche eben behandeln, als Gewalt auch sehen. Ne? Also zum Beispiel psychische Gewalt. Wobei eigentlich neurowissenschaftlich schon sehr lange bewiesen ist, dass auch psychische Gewalt genau dieselben sozusagen Areale im Gehirn aktiviert wie physische Gewalt. Also das Schmerzpotenzial, das, was am Ende dabei rauskommt, recht ziemlich ähnlich ist. Und das meine ich halt, dass es nicht nur sozusagen so eine symbolische Gewalt ist, die man da erfährt, sondern die ist halt wirklich körperlich so und die macht auch körperlich kaputt. Aber was genau hat dich so, weil du sagst ja, das ist einer der stärksten Angriffe, der irgendwie so auf dich stattgefunden hat. Also so, was genau ist da kaputt gegangen bei dir? Bei Hanau meinst du? Ja. Also ich glaube, für mich war einfach schlimm, das habe ich auch in einem Interview erzählt, die Angst vor der Normalisierung. Also dass das passiert ist und dass es passiert ist an sich schon schlimm, aber viel mehr Angst hatte ich vor dem, was danach passiert. Also dass sozusagen, dass es einfach registriert wird oder vielleicht von manchen erst gar nicht registriert wird und dass danach sozusagen Business as usual ist. Also zum Beispiel wurde dann Karneval gefeiert und da war auch irgendwie, habe ich auch in einem Interview gesagt, da war irgendwie jedes Karnevalsbild einfach ein Schlag in die Magengrube, weil man gesehen hat, es ändert halt nichts. So, was muss halt noch passieren, dass alles mal erschüttert wird und das Leben nicht einfach so weiter vor sich hin plätschert und Leute einfach ihr Ding machen. Das kann ich dir sagen, dass das, also in den Augen von diesen Leuten, die Karneval und so feiern, wahrscheinlich dann Deutsche sind, die dort umgebracht werden. 10, sag ich mal, weiße Deutsche, dann wäre es vielleicht anders. Aber so, auch, ja, so wie man das wahrgenommen hat, ne, es sind zwar Deutsche, aber für die anderen, also die darauf reagieren, sind es halt keine Deutsche. Und das ist ja das grundsätzliche Problem, dass es immer noch diese Spaltung gibt und Menschen das einfach nicht sehen wollen und einfach realisieren wollen. Wie ging dir das, als du nach Hanau? Also als die Nachricht angekommen ist, es war ja auch nachts und da war noch nichts klar erstmal, was ist das überhaupt für ein Fall. Und da hatte ich aber schon direkt am Anfang ein unruhiges Gefühl, weil das halt Shisha-Bars waren, in denen das passiert ist. Und diese sind ja auch Orte, die mit einem, also die halt total stigmatisiert werden in der Gesellschaft. Und da hatte ich eben schon das Gefühl, könnte das eventuell ein rechtsextremer Angriff sein, was sich dann auch im Nachhinein bestätigt hat. Ich habe nie damit gerechnet, dass irgendwelche Karnevalsveranstaltungen abgesagt werden sollen oder so. Mir war klar, also mir war schon bewusst, dass das nicht passiert, weil ich schon wusste, dass eben diese Schmerzen auch und Angriffe unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, welche Gruppe gemeint ist und welche Gruppe angegriffen wird. Wenn das beispielsweise ein Anschlag gewesen wäre auf die weiße Mehrheitsgesellschaft, dann wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Und was Seyda gerade eben gesagt hat, mit etwas ist endgültig gebrochen, und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, obwohl ich eigentlich an erster Stelle nicht mit großen Erwartungen an die Sache herangegangen bin. Und trotzdem war das eine Enttäuschung zu sehen, vor allem diese Hanau-Wagen, die dann irgendwie in Karnevalszügen, genau, in den Zügen halt mitfahren sollen. Das ist so, ich fand das halt sehr scheinheilig und auch einfach ein Schlag ins Gesicht von den Angehörigen der Opfer in Hanau, aber auch alle, die eigentlich mitgemeint waren, also alle, die als fremd markiert werden in Deutschland. Und auch in mir hat das tatsächlich etwas gebrochen, was, glaube ich, einfach nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ne, ihr sagt so, das hat euch so, ne, sehr berührt. Ich meine, wenn man zurückblickt, ne, auf die NSU-Morde, wenn man jetzt einfach in Halle nimmt, diesen Nazi, der da, Neonazi, der da war, wo auch niemand drüber redet eigentlich, dass er wollte ja in die Synagoge eindringen, die Tür hat quasi geschützt. Und er hat dann ja aber einfach mutwillig auch, darüber redet niemand, zwei Menschen, die einfach, das waren glaube ich jetzt eben keine Juden oder so, einfach Leute, die da kamen, die auch einfach erschossen, dann Walter Lübcke, Hanau. Und ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, was ihr sagt, dass das immer alles irgendwie passiert. Aber man eigentlich, natürlich, dann gibt es irgendwelche Trauerveranstaltungen wieder, ne, wo jemand, ja, es darf nie wieder passieren. Das, was ja in Auschwitz auch seit 75 Jahren immer wieder, ja, nie wieder und bla bla. Aber wir sind schon längst im Nie wieder. Also man ist längst im Nie wieder da und man hat das Gefühl, dass es den Leuten am Ende doch sehr scheißegal ist. Und plötzlich gibt es einen Seehofer, der das und das sagt, aber wenn man da mal kurz zurückguckt und sieht, was er die letzten 20 Jahre gesagt hat, ne, dann ist oder das einfach, ich glaube, es gibt nicht dieses tiefe Bedürfnis nach Harmonie, Liebe und einem friedlichen Zusammenleben. Ne? Und es gibt es schon, aber wie Sibel sagte, eben für bestimmte Leute. Also ich meine, wir haben ja jetzt im Grunde auch so mit Karneval und so über erstmal symbolische Solidaritätsbekundung gesprochen, aber wie du eigentlich auch sagst, so die Gewalt wirkt ja auf vielen verschiedenen Ebenen, ne? Also der Anschlag an sich, die Art und Weise, wie man darüber spricht, aber für mich ist immer noch am gewaltvollsten, wie sich der Staat eigentlich verhält. So. Also ich kann drauf scheißen, so von mir aus soll Karneval stattfinden, wenn zeitgleich ich das Gefühl habe, dass auf politischer Ebene tatsächlich etwas passiert. Aber wenn halt gar nichts passiert, dann klammert man sich so ein bisschen eben an solche Solidaritätsbekundungen, um vielleicht irgendwie für einen Tag mal ein gutes Gefühl zu haben. Also wenn wir jetzt in einem Staat leben würden, wo Rechtsextremismus tatsächlich bekämpft wird oder Rechtsextremismus in der Polizei, in der Bundeswehr, wo es eine Kontrolle gäbe über wer bekommt eigentlich Waffen, wer bekommt eigentlich Geld von uns, also welche Vereine, die sich engagieren, bekommen Geld, welchen werden die Fördermittel gekürzt. Also das passiert ja alles auf politischer Ebene und das ist extrem krass. Und ja, wenn es da eine Veränderung gäbe, könnte man noch über was anderes sprechen. Aber die Gesellschaft ist nun mal so, wie sie gerade ist. Ja. Es ist halt alles mehr eine Metapher, ohne wirklichem Anliegen, das wirklich zu machen. Krass, es gibt ja echt einen Countdown. Genau, Thema vorbei. Jetzt können wir eigentlich schon heulen nach Hause gehen. Bitte? Okay. Jetzt bitte etwas... was hast du gesagt? Fröhlich. Du würdest jetzt gerne heulend nach Hause gehen? Nein, ich meine, jetzt könnten wir eigentlich schon heulen und nach Hause gehen. Aber machen wir ja nicht, weil nee, wir haben weil ja wir müssen ja hier bleiben. Genau. Nee, also wenn du gehen willst, ist doch okay. Nein, nicht, dass es nachher heißt, ich wollte gehen, Oliver Polak und ich habe dann Probleme. Na schon. Okay. Du ziehst ja auch das nächste, du entscheidest ja quasi, was das nächste Thema ist. Ich wünsche mir Glück. Ich wünsche dir Glück. Was könnte denn Glück sein? Was wäre denn so das Schönste? Was jetzt kommt Glück raus tatsächlich. Also vielleicht Haustiere oder Schuhe? Das ist so ja zu deinen... Geht denn das hier auf? Eigentlich. Ja, ist ein bisschen nervig. Okay, Leute. Bitte? So. Oh, Flucht. Oh nein, das hast du extra gemacht. Wie? Ich habe das extra gemacht. Das war wieder Steen, der Redakteur. Sorry. Naja, wir können eigentlich direkt weitersprechen, denke ich dann. Und zwar Menschen flüchten ja, weil ihre Heimat zerstört wird und sie angegriffen werden, beschossen werden mit Waffen, die auch teilweise aus Deutschland kommen. Und die fliehen, weil sie einfach leben wollen. Und sie sehnen sich nach einem besseren Leben. Ne? Und die Frage ist ja oft auch, hat man das Gefühl, was machen wir gegen diese Menschen, die so leben wollen wie wir? Ne? Unser Terror ist nicht die Gewalt, sondern der Glaube, dass unser Nicht-Terror gewaltfrei wäre. Das ist eben das Krasse. Und jetzt sieht man das ja einfach an den Grenzen und ja, Vielleicht, ich weiß nicht, ob überhaupt jemand wirklich glaubt, dass es gewaltfrei wäre, was da zurzeit passiert. Ich glaube, diese Gewalt wird sehr wohl registriert, aber gerechtfertigt. Also natürlich, wir leben in einem Zeitalter, in dem wir durch, also per Live-Übertragung auch tatsächlich gesehen haben, wie sie Menschen dort stehen und versuchen, die Grenze zu überqueren, ja, und die werden teilweise auch in anderen Aufnahmen angegriffen. Also da sind Aufnahmen von Schlauchboots, die irgendwie mit von der Küstenwache, von der griechischen Küstenwache angegriffen wird. Und wir tun so, als würde das erst seit Donnerstag passieren. Aber das passiert seit 4 Jahren. Wir haben jetzt plötzlich diese besondere Situation, dass diese Menschen mit der falschen Information, dass die Grenzen offen seien, dahin geschickt worden sind, aus einer politischen Ebene in der Türkei, und mit dieser Erwartung da angekommen sind und versuchen, weil sie denken, dass die Grenzen offen sind und dass sie halt einfach nach Europa kommen können, und also in dieser Atmosphäre kommt das alles so neu und besonders vor, aber das passiert bereits seit 4 Jahren. Das ist eigentlich Daily Business seit Jahren. Genau, und das wird halt einfach so angenommen und gerechtfertigt auf einer Ebene, auf so einer kalten Ebene. Und wir sagen, wir können ja nicht alle aufnehmen, wir haben ja auch keinen Platz und Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das sich halt um geflüchtete Menschen kümmern kann und so. Wir könnten das so, aber an sich könnte man natürlich auch eine gesamteuropäische Lösung finden. Was gerade aber passiert ist so, dass diese Menschen von faschistischen Gruppen angegriffen werden, irgendwelche andere Gruppen dahin fahren, um diese anzugreifen. Und an der anderen Seite, auf der anderen Seite der Grenze sehen wir Aufnahmen, in denen mutmaßlich irgendwelche Soldaten, geflüchtete Menschen in der Türkei, mit Gewalt in Bussen stecken und an die Grenze schicken. So, was können wir überhaupt machen? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, weil das einfach viel zu groß ist, was zurzeit passiert. Aber ich glaube, es gibt inzwischen keine einzige Person mehr in der Europäischen Union oder überhaupt irgendwo, das noch der Meinung ist, dass es gewaltfrei abläuft, was da gerade passiert. Ich glaube, diese Gewalt ist einfach okay. Na, was ich damit meinte, dass wir denken, dass unser Terror gewaltfrei ist. Ich sehe es natürlich wie du, aber trotzdem macht man hier so seine Sachen weiter und denkt, wenn ich meinen Müll trenne und gutes Fleisch und so, dann tue ich was Gutes. Aber ich bin ja Teil dieses Systems, in dem ich diese Sachen konsumiere, die die Basis bedeuten für andere Menschen, die ausgebeutet werden. Und ich dieses System damit unterstütze. Und damit meine ich halt, dass ich, wenn ich mir Nike-Schuhe kaufe, die in irgendwelchen Fabriken in Bangladesch oder so bemalt werden, dass ich auch Teil dieses Terror bin gegen diese Menschen, weil ich das unterstütze. Auch das meinte ich. Natürlich sieht man, dass da eine Form von Gewalt stattfindet. Und man denkt immer, ich bin das nicht, aber ich bin es auch, weil ich könnte ja auch demonstrieren, ne, ich beziehe mich mit ein, ich mache es vielleicht auch nicht, gegen die Waffengeschäfte, die gemacht werden mit bestimmten Ländern. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo ich mal mich mit Dieter Graumann unterhalten habe, der ehemalige Vorsitzende vom Zentralrat der Juden, der sich wiederum mit Guido Westerwelle unterhalten hat. Und dann fragte Dieter Graumann Guido Westerwelle, warum arbeitet ihr mit dem Iran zusammen und warum liefert ihr denen Waffen und so? Und dann war wirklich die Antwort, ja, wenn wir es nicht machen, macht es doch eh jemand anders. Und das ist halt, es ist am Ende, es geht sehr viel. Also ich sage es jetzt nicht so unter dem Aspekt, ne, oh, ich erzähle euch jetzt was Neues, sondern es ist Geld am Ende. Es ist einfach wirtschaftliche Interessen, Geld und... Aber ich finde, du hast ja eben verschiedene Dinge angesprochen, aber ich finde, man sollte so ein bisschen aufpassen. Also dieses Argument mit, ja, wenn ich meine Nike-Schuhe kaufe und so, ne, das ist ja eher so ein globalisierungskritisches Argument, was jetzt unbedingt mit dem, was jetzt in Syrien und so passiert, auch natürlich zu tun hat, aber das sind nochmal ganz andere politische Dynamiken. Also ich finde auch so, also wir ändern ja nichts an der Situation, wenn wir aufhören, Nike-Schuhe zu tragen, ne? Weil was wir sehen ist... Du meinst an der Grenze mit dem Flüchtlingen. Genau, also ja, was da ja passiert, das ist ja wirklich so dumm, dass ich das nicht differenzieren kann. Ich weiß schon, dass das zwei verschiedene, aber ich finde, das geht so rein vom Humanistischen, vom Menschlichen alles so in so eine Richtung, dass solange das weit genug weg ist alles, das wollte ich damit sagen, Ist so egal, ne? Wir sagen es halt, zwar, klar, aber was egal. Du gesagt hast, angesprochen hast, ich meine, der Wohlstand, in dem wir heute leben, also ich finde es auch richtig zu sagen, Menschen müssen halt Privilegien irgendwie reflektieren. Zum Beispiel weiß ich, dass ich ein extrem krasses Privileg habe, indem ich einen deutschen Pass habe. So andere Menschen haben keinen deutschen Pass. Ne? Also ich glaube, das ist kein Privileg, das man austauschen kann. Aber ich habe dieses Privileg, ich habe einen deutschen Pass, weil andere Menschen wiederum ausgegrenzt werden, denen der Pass eben verweigert wird. Und das eben, ja, alles Wohlstand, in dem wir leben, immer eine Form von Privileg ist. Und Privilegien basieren darauf, dass man im Grunde anderen Menschen etwas wegnimmt. Ob man das sieht oder nicht, am Ende ist scheißegal. Okay, nächstes Thema. Jetzt mal. Es sind nicht, also es sind auch hoffentlich ist das jetzt ein glückliches Thema. Ja, weil sonst entscheiden wir uns einfach, dass wir es einfach skippen. Okay. Bin gespannt. Oh, da ist ja fest so. Ah. Katzenbabys. Kuscheltiere! Oh no. Yay! Yeah. Ja, klar. Mm. Weil du die Kuscheltiere behandelt hast, wie die Griechen gerade die Menschen an der Grenze behandeln. Deswegen, du weißt nicht genau, was jetzt auf dich zukommt. Das waren Barbies. Also okay. Hauptsächlich habe ich Barbies kaputt gemacht. Aber jetzt hast du so viel geredet gerade. Ich würde sagen, eben. Jetzt ist mal Sibel dran. So, Sibel hat mir erzählt, als wir gesprochen haben, dass du, Schuhe sind so dein Ding, aber du hast dann über Barbie gesprochen, über die Barbie-Puppen, damals in der Türkei. Und du hast gesagt, die waren so wirklich, wirklich teuer und dass deine Mama wirklich richtig krass lange arbeiten musste und sparen musste, dass sie dir diese Barbie-Puppe gekauft hat. Richtig, also ich war da in der Grundschule und ich habe immer gesagt, ich will eine Barbie-Puppe, ich will eine Barbie-Puppe, ich will eine Barbie-Puppe. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, ich spare gerade, du weißt doch, dass ich gerade dafür spare. Und dann waren wir auf dem Marktplatz, einfach Gemüse und so weiter kaufen. Und da habe ich so eine, es gab so Nachmachten von Barbie-Puppen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Die waren so nicht so fleischig, die waren aus hartem, aber richtig dünnem Plastik. Und wenn du den hier gemacht hast, hattest du einfach so ein flaches Bein. So, ne? Und auf diesem Marktplatz habe ich halt eine solche Barbie gesehen, die war natürlich um Dimensionen günstiger als halt so eine Original-Barbie-Puppe. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, ich will das jetzt, weil ich bin ja halt, also ich bin halt eine sehr impulsive Person und das war ich auch schon als Kind. Als ich das gesehen habe, musste ich das in dem Augenblick haben. Und zum Glück konnte sich meine Mutter das auch tatsächlich leisten. Und wir haben halt diese Barbie-Puppe mit nach Hause genommen, die irgendwann wirklich ganz flache Beine hatte und halt so also die Strohhaare. War ein Fake-Barbie, die war keine... Es war eine, genau, es war eine Nachmache erstmal. Hatte die einen Namen oder hast du sie Barbie genannt? Barbie. Das ist eh die Frage, ne? Eine Barbie, man gibt ja keinen Namen, die heißt dann Barbie, oder? Ja, das ist ja auch ein Name. Das ist tatsächlich auch der Name von der Tochter der Entwicklerin der Puppe, glaube ich, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Hast du auch Barbie-Puppen gehabt? Also wie gesagt, ich habe halt einige von meiner Schwester dann geerbt. Du hast eine ältere Schwester gehabt. Genau, die ist 10 Jahre älter und die hat... Ja, also die hatte einige Barbies, die sie auch sehr gut gepflegt hat. Die hatten ganz tolle Frisuren. Und dann kam ich 10 Jahre später und ich habe halt sehr viel Spielzeug von ihr bekommen. Und ich habe das wirklich nicht mit Absicht gemacht, aber ich war nicht imstande, diese Barbies so zu behandeln, dass sie am Ende nicht gekillt wurden. Also irgendwie, so, ich habe mir richtig Mühe gegeben und vielleicht, wenn man so verkrampft ist, dann macht man ja manchmal umso mehr kaputt. Habe ich denen reihenweise die Köpfe abgerissen. Und das war ja auch immer komisch, also bei den Original-Barbies, weil die hatten ja so einen Hals und da war ja so eine Kugel, wo man den Kopf, aber richtig. Wenn der Kopf einmal ab war, konnte man den nicht mehr wieder draufsetzen, weil dann hatten die nämlich so ein Gesicht. Oder du konntest das richtig reinsetzen, dann hatten die aber keinen Hals mehr. Ja, oder so. Das war halt komisch, weil warum macht man sowas? Die hätten das irgendwie anders konstruieren können, dass man die wieder draufsetzen kann, wenn die richtig. Einmal ab sind. Aber, ja, und dein erstes Stofftier, dein Lieblingsstofftier hieß Teddy und das war quasi ein Bär mit einem ganz großen Kopf und der, sagtest du, hatte so... quasi wie so ein Häftling, Kleidung an, aber so schwarz-gelb gestreift, ja. Quasi wie eine Biene. Und wer hat dir den geschenkt? Das weiß ich nicht, vielleicht war das auch irgendwie Nachlass von meiner Schwester. Und das war aber dein Freund, also dein wichtigstes Stofftier? Ja, deswegen habe ich ja auch so viel an dem geknabbert. Also die Nase musste halt öfter nochmal dran geklebt werden. Du hast ihn einfach gekuschelt, geküsst alles. Und an dem rumgeknabbert. Hast du den auch immer überall mit hingenommen, oder? Ich weiß nicht. Also nee, der war immer bei mir im Bett. Also ich habe ja eh so einen Tick, irgendwie etwas, was außerhalb der Wohnung war, kommt nicht mehr in mein Bett oder was generell außerhalb des Bettes ist. Also so Straßenklamotten, alles, was irgendwie mit der Außenwelt, durch Haustiere, die Außenwelt kontaminiert wurde, kommt halt nicht ins Bett. Hygieneneurotiker? Weiß ich nicht, aber... Und bei dir, warte mal, jetzt fällt mir ein, war da bei dir nicht irgendeine Flughafengeschichte mit einer Barbie? Das war meine Puppe, die am Flughafen verloren gegangen ist. Genau, erzähl mal, was war das? Jetzt rede ich wieder so viel. Ja, ist ja nicht schlimm, oder? Sie darf die Geschichte... Nein, erzähl bitte. Ach so. Ja, das war nur die Geschichte, also ich hatte nämlich auch eine Puppe, die ich sehr verehrt habe, die hieß Keltosch, das bedeutet auch türkisch Glatzkopf, genau. Und da war ich irgendwie 3 oder 4 und ich habe die in der Türkei am Flughafen verloren. Also auf der Rückreise von der Türkei nach Deutschland. Und ich habe halt so einen Terror gemacht im Flugzeug, stundenlang. Also ich glaube, das Flugzeug irgendwie 1 oder 2 Stunden konnte es halt nicht starten, weil ich halt so einen Terror gemacht habe und das ganze Flughafenpersonal nach dieser Puppe suchen musste. Und die entscheidende Frage, wurde sie gefunden? Nee. Das ist total traurig. Und ich habe danach ganz viele Puppen geschenkt bekommen, alle glatzköpfig. Aber keine hat Keltosch ersetzen können. Kein Wunder, dass du ein Problem mit Nazis hast. Also ich hatte halt nie, also ich weiß nicht, ich hatte glaube ich gar keine Kuscheltiere. Ich hatte tatsächlich halt so ab und zu mal Barbie-Puppen. Also wenn meine Mutter mal Geld hatte, dann hat sie mir halt eine Barbie-Puppe gekauft. Und früher hatten die, jetzt inzwischen haben sie auch so diverse Schuhe an. Manchmal haben die auch flache Füße. Früher war das nicht so. Früher hatten die halt immer so 10-Inch Stilettos an und auch ganz oft pink. Ey, die waren so geil. Ich habe wirklich mit diesen Schuhen mehr gespielt als mit den Barbie-Puppen. Ich hab mich immer geärgert, weil meine Finger da halt nicht in die Schuhe reingepasst haben. Und dann habe ich sie aber so richtig reingequetscht irgendwie in die Schuhe und dann habe ich einfach so getan, als wären das halt meine Schuhe. Und mit den Fingern bin ich da einfach halt da drauf rumgelaufen. Aber so Kuscheltiere? Ein Tetris hatte ich irgendwann, mit Tetris ganz viel gespielt, so dass ich dann halt abends, wenn ich mich dann halt ins Bett gelegt habe und Augen geschlossen habe, hatte ich halt nur noch irgendwie diese Tetris-Figuren gesehen, die Formen und so weiter. Aber Kuscheltiere waren nie meins. Interessant, weil ich hatte immer Kuscheltiere. Also mein Kuscheltier war Timmy, der Bär. Dann hatte ich einen Affen, irgendwann noch einen Tiger, aber ich habe immer, ich gebe zu, ich hatte, also es war schon so, ich habe nur steif Kuscheltiere gehabt, also ich hatte nur steif und immer... Was heißt das? Steif ist so eine Marke, die haben immer so einen gelben Zettel am Ohr, Knopf im Ohr. High Quality. Ja, das waren so die besonders und die waren so, und die wurden immer größer, ich bin auch riesiger Zirkusfan und dann hatte ich halt einen Seelöwen, Eisbär, also ich hatte bestimmt am Ende so 100 Kuscheltiere, dann wurde ich halt älter. Und dann irgendwie war das auch ein bisschen uncool, ne, mit 16, 17, wenn du Besuch bekamst oder vielleicht mal ein Date hattest, ne, so 100 Kuscheltiere, so leicht psycho. Und dann, meine Eltern hatten so eine Sauna, die einfach nie benutzt wurde, ne, bei mir oben auf der Etage. Und dann hab ich einfach diese ganzen Kuscheltiere in diese Sauna gemacht. Und ich hatte aber mal, kennt ihr die E.T.-Szene, wo er sich irgendwie versteckt vor jemandem und sich zwischen den Kuscheltieren versteckt? Und manchmal, wenn ich dann so alleine so auf dem Klo saß und ich mein Geschäft gemacht habe, ich habe immer in diese Sauna dann geguckt, dachte ich immer so ein bisschen so manchmal nachts, so wenn ich so im Haarschopf war, ob E.T. sich da versteckt. Manchmal denke ich das heute wirklich noch, wenn ich bei meinen Eltern bin, auf diese Toilette gehe und mein Geschäft mache, in die Sauna mit denen, die sitzen da alle noch und starren mich an. Ja. Hattest du auch Puppen? Sorry. Alles gut. Nee. Nee? Nee, okay. Hat mich nie so, ich habe aber auch nicht so viele Autos und so gehabt. Ich habe immer Tiere, Stofftiere und Playmobil Zirkus, alles was mit Zirkus. Mhm. Zirkus war für mich halt auch so ein, wir haben ja vorhin immer so über Shisha-Bars, Orte, an denen man sich sicher fühlt. Mhm. Für mich war das der Zirkus, weil ich irgendwie immer schon gespaltenes Verhältnis zu Deutschland hatte, auch zu den Menschen und alles war so. Der Zirkus, das war halt bunt, ne? Da waren Plakate, die kamen dann und ich habe das so geliebt, ich bin immer jeden Tag zum Marktplatz gefahren und wollte gucken, wann kommt der Zirkus. Und ich habe dann schon, als ich 9 oder 10 Jahre alt war, habe ich da geklopft an irgendwelchen Wagen, habe gefragt, ob ich da arbeiten kann ein paar Tage. Ich will auch gar kein Geld haben. Und dann habe ich das jahrelang gemacht. Immer wenn der Zirkus kam, habe ich mit denen das Zelt aufgebaut und hab dann auch mal die Tiere zur Manege gebracht und wieder zurück. Einmal hat mich ein Affe gebissen, das war richtig uncool, der auf so einem Pferd geritten ist und ich so zu... Und dann plötzlich... Und so richtig unfreundlich, der Typ. Ja, was willst du machen halt? Aber ich hab's geliebt und ich hatte das sogar mal... Wenn du ein Zirkusaffe bist, ich glaube, das ist auch kein gutes Leben, Zirkusaffe zu sein. Ich hätte auch gebissen, ganz ehrlich. Ja, aber mich? Nee, aber Tiere... Ich glaube auch für meinen Papa, der hat mich so zum Zirkus gebracht, für den war das auch irgendwie so. Der war 7 Jahre in Gefangenschaft der Deutschen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass das für den auch immer so ein Ort war, da ist alles in Ordnung im Zirkus. Ne? Also eben, wenn man die Perspektive der Tiere vielleicht mal ausnimmt. Aber es ist so, ne, es ist bunt, es ist warm, der Sägemehlgeruch. Und das ist irgendwie, es ist ja keine Politik und sowas im Zirkus. Ne? Also, ja. Ich war 17, da habe ich noch in Antalya gewohnt und hatte einen Freund. Und der hat mir so einen riesen Teddybär geschenkt. Und der war auch so hässlich. Der Freund so, oder der Teddy? Beides, aber es geht jetzt um den Teddy. Es war also wirklich so, dieser Teddybär war aus so einer hässlichen Decke außenrum. Und ich war 17. Und ich habe so Black Metal oder sowas gehört damals. Ne? Ich sah auch dementsprechend aus. Das müssen wir nochmal klären, von Black Metal zu Nora Jones. Okay. Ja, Depression. Und dann ist er wirklich so halt mit diesem riesen Bären, der aussah wie so eine hässliche Decke, angetanzt. Und dann hat er erwartet, dass ich mich freue. Dann hast du Schluss gemacht. Nee, ich habe so getan, als hätte ich mich gefreut. Oh. Ohne Scheiß. Das setzt auch total unter Druck, ne? Ja. Ja. So zu tun, als ob man sich freut. Ja, wenn du halt ein Geschenk hast und die Person, die dir das gibt, halt diese Erwartung hat, setzt das schon unter Druck. Wer war denn jetzt dran überhaupt? Seyda ist dran. Ich habe ja Kuscheltier gezogen. Hm. Ja. Okay. Hallo? Ich hatte eine schon ins Auge gefasst. Jetzt mich halt die. Bin gespannt. So. Oh, auch gutes Thema. Was ist witzig? Nice. Du hast ja auch in deinem Leseheft was dazu geschrieben, oder? Über deutschen Humor. Richtig. Unter anderem. Ja, über deutschen Humor habe ich auch mal. Genau. Aber erstmal die Frage an euch beide. Was oder wen findet ihr witzig? Vielleicht erstmal die Frage an dich. Also wir haben ja auch tatsächlich schon mal darüber gesprochen, wen in Deutschland ich lustig finde. Und da muss ich sagen, wirklich, außer Idil Baydar fällt mir halt gar keinen anderen zweiten Namen ein. Ich finde deutschen Humor einfach nicht lustig und bringt mich nicht zum Lachen, stört eher, tut eher weh. Ja, stört, tut weh, macht sauer, wütend, dass ich da halt einfach drüber schreiben will, so kritische Artikel darüber schreiben will. Aber so Lachen funktioniert leider nicht so gut. Wen findest du lustig? Niemanden. Also ich finde mich lustig, so wenn ich zu Hause alleine bin und halt meine Gedanken habe, finde ich mich lustig. Vor anderen fällt mir das ein bisschen schwer, irgendwie lustig zu sein. Schaut ihr denn, weil ihr sagt, gut, in Deutschland findet ihr jetzt niemanden lustig, aber wie sieht's denn, also ich weiß nicht, guckt ihr manchmal Netflix oder? Ich glaube, das ist generell nicht mal Genre. Ich mein, also ich kann auch im Kino und so nicht lachen. Also ich glaube, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich. Also ich finde deutschen Humor auch wie Sibel auf eine ganz bestimmte Art einfach abscheulich. Also ich finde es ultra peinlich. Aber auch generell kann ich nicht sehr gut lachen. Also ich kann so gut situativ lachen, aber jetzt nicht, wenn ich irgendwie einen Film schaue oder so. Warst du denn schon mal in so einer Comedy-Show? Ja, klar. Was war das? Wo war ich denn alles? Ich war mal bei Joko und Klaas vor vielen, vielen Jahren. Ja, aber das ist ja nicht, also das ist Unterhaltung mehr also, als ja, jetzt so klassisch Comedy, ne? Auch wenn es oft lustig ist. Ich habe so viel erlebt in meinem Leben, aber ich war auf jeden Fall schon mal in einer Comedy-Show. Also ja, vielleicht so 1-2 Mal, aber es ist immer irgendwie, also ich kann dieses Monitoring auch nicht ganz abschalten, wenn ich da sitze, also dieses Wahrnehmen, was passiert hier gerade, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch irgendwie viel zu sehr am Nachdenken, als dass ich das, ich glaube, ich brauche schon einen geschützten Raum, um auch irgendwie einfach loslassen zu können und einfach drauf loslachen zu können. Das passiert nicht so oft. Das letzte Mal war ich glaube, vor 2 Jahren oder so auf so einer Stand-up-Abend sozusagen, davon gibt es in Berlin auch ganz viele. Und ich fand halt einen Auftritt richtig lustig von einem Engländer, der die Entstehung von Bibel wiedergegeben hat, wie in einer Redaktion, in Form von einem Gespräch zwischen Chefredakteur und dem Praktikanten. wie sie halt untereinander darüber sprechen, was kommt jetzt da rein, welche Geschichte können wir bringen, was ist wirklich glaubhaft und so. Und das fand ich total lustig, weil es auch gleichzeitig halt irgendwie auch mit dem Journalismus zu tun hatte, auch das kritisiert hat, aber irgendwie auch die Religion, und die haben beide halt was abbekommen. Und die hat das auch, also er hat das, es war halt ein Mann, und er hat das auf einer Ebene gemacht, der total auch sauber war sozusagen. Ohne naja, es gibt halt auch die Begriffe dafür, ne? Es gibt cleane Comedians, wie Jerry Seinfeld ist eher einfach ein sauberer Comedian, und dann gibt es halt Comedians, man nennt das Blue Material, das ist eher eben nicht sauber. Ne? Also man würde sagen, Louis C.K. oder so ist ein, sagt ihr nicht Louis C.K.? Achso, ist das nicht der Typ, der irgendwie die ganze Zeit sexuell belästigt hat, alles Mögliche an Lebewesen? Nicht alles Mögliche an Lebewesen, aber es sondern gibt, eher Frauen, nur teilweise. Es gab die Situation, dass er hatte einen Fetisch und er hat gerne vor anderen Menschen onaniert, und es gab zwei Situationen, wo der das machen wollte, und ja, genau. Also er hat das unerwünscht und ungefragt angefangen zu machen. Also das, naja, so kenne ich das halt, dass er einfach halt seinen Schwanz rausgeholt und angefangen hat zu masturbieren. Vor anderen, unangekündigt. Ja, es gab eine Situation, genau. Naja, er hat schon gefragt, aber die beiden Frauen, die mit ihm auf dem Hotelzimmer waren, das waren auch jüngere Comedians, die dachten, hey, wir haben hier so eine Partyatmosphäre, also so wie wir jetzt. Ne? Man macht so Witze, ne? Und dann wenn jemand... Nein, ich habe nicht drüber nachgedacht, jetzt das zu machen. Also es muss mir ja auch Spaß machen. Und dann ist es wirklich so, ja, und dann hat er gesagt, hey, wäre das okay, wenn ich jetzt für euch onaniere? Und die haben halt gelacht, ne, so, und dachten, ja, ja. Und dann hat er halt seinen Penis rausgeholt, angefangen, dann sind die aber auch sofort gegangen. Er hat die jetzt aber auch nicht festgehalten und so. Ich will jetzt gerade nicht sagen, dass das gut ist. Ist oder Konsens, so, ne? Dass es übergriffig ist, ne? Bitte? Ist Konsens, dass es übergriffig ist. Ja, klar. Hm, gut. Ja, ich sage jetzt nicht, hey, komm. Aber was daran, gut, es führt jetzt vielleicht zu weit, aber was schon ein Problem war, er hat sich dafür sofort entschuldigt, also als das dann ein großes Thema war in der New York Times. Und er wurde in einen Topf geworfen mit Kevin Spacey, mit Bill Cosby, mit Harvey Weinstein. Und das fand ich persönlich schwierig. Ne? Also so auch, also, ne? Also es ist schon ein Unterschied, ne? Ob du jemanden, auch wenn das creepy ist, wenn das ein No-Go ist, finde ich, kann man nicht einfach sagen, hey, alle gleich, alles schlimm. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch schwierig, darüber zu reden, weil ich glaube, da müsste man jetzt genau... in den Kopf von Louis C.K. nochmal eintauchen. Also ich habe nicht mitbekommen, dass diese Namen, die du jetzt aufgezählt hast, alle in denselben Topf geworfen wurden. Ich habe mitbekommen, dass halt die Diskussion nach Harvey Weinstein halt überhaupt ermöglicht wurde, nachdem halt betroffene Personen sich... als Betroffene geoutet haben und es gewagt haben, darüber zu sprechen, was ihnen passiert ist. Auch andere sich getraut haben, endlich mal mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube nicht, dass alle in denselben Topf geworfen wurden, sondern nur einfach, dass wir ungefähr gleichzeitig über diese unterschiedlichen Situationen gesprochen haben. Also, und ich finde auch... dass man schon sehr wohl differenzieren kann, aber differenzieren, also zu differenzieren auch nicht existenziell wichtig sein muss in jeder einzelnen Situation, weil man nicht sagen kann, welche Personen, also welche Individuen mit welchen Erfahrungen inwiefern verletzt werden können, weil wir halt kein System haben, mit dem wir das messen können. Ja? Also wenn mir jemand halt ungefragt halt seinen Penis zeigen würde, kann sein, dass mich das sehr, sehr verletzt, weil ich vielleicht in der Vergangenheit halt bestimmte Erfahrungen gemacht habe und das Retraumatisierungen wieder verursachen kann, etc. pp. Das ist, ich verstehe das Bedürfnis und ich sehe es auch ein, dass halt unterschiedliche Gewaltebenen nicht vermischt werden sollen und auch unterschiedlich bewertet werden können unter Umständen. Aber ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass... dass jetzt ein Problem, dass wir halt ein Problem damit haben, dass wir irgendwie einen übergriffigen Kommentar mit einer Vergewaltigung gleichsetzen oder so. Wann habt ihr euch das, vor allen Dingen du, Wann hast du dich das letzte Mal Schrott gelacht? Also so wirklich, kennst du das, wenn man nicht mehr atmen kann, so 3 Minuten, wenn man einfach nicht mehr, wann war das letzte Mal, dass du so richtig, dich richtig krass Schrott gelacht hast? Uff, Gott, ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht sagen. Was ist bei dir? Ja, ein Katzenvideo. Ey, das ist so geil. Natürlich. Ey, das ist so geil. So ein Typ, so ein YouTuber möchte halt ein Video machen und hält halt seine Hauskatze an die Kamera. Und die Katze rastet plötzlich so aus und er weiß nicht mehr, wohin die Katze hängt, hier an seinem Körper, und schreit gleichzeitig so. Und er schreit auch. Und er läuft durch die Gegend, du bekommst alles mit. Ich habe mich so, also wirklich, meine Mutter hat mir das so an Weihnachten ungefähr geschickt. Ich habe das bisher, ich weiß nicht wie oft geguckt, und jedes Mal habe ich so krass, ich gucke das auch immer nacheinander so und lache mich jedes Mal genauso kaputt, als würde ich das Video zum ersten Mal angucken. Aber bist du dann alleine oder in Gesellschaft von Leuten? Sowohl als auch. Ich zeige das auch immer gerne. Nee, weil ich glaube, wenn ich halt so richtig lache, dann lache ich halt, weil mich jemand mit Lachen angesteckt hat. Also weil jemand anders, zum Beispiel, wenn meine Mutter lacht, muss ich immer lachen, weil ich das einfach so ulkig und irgendwie auch so rührend finde, wenn sie über etwas lacht. Und mich das auch so glücklich macht, und dann lache ich halt einfach mit so, und dann lachen wir uns gegenseitig an und dann lachen wir die ganze Zeit. Das ist halt mal so was Befreiendes, also Lachen macht frei, oder? Ja, aber das ist schon so, man lässt frei. Wein macht frei, genau, Wein, Lachen, das ist immer so... Boah, ich finde Weinen gar nicht befreiend. Findet ihr Weinen befreiend? Total. Ich finde es total voll die Belastungssituation, also... Ja, komm, ja. Nee, ich finde, danach ist immer... Etwas ist raus, ne? Wie wenn man sich übergibt, kotzen muss, lachen muss, weinen muss. Es gibt ja ganz unterschiedlich. Also ich habe mich mit dem Thema einfach sehr viel beschäftigt in letzter Zeit, weil ich da auch so ein Feature zu gemacht habe. Aber dass auch Leute, also ich kenne zum Beispiel auch das Phänomen von Weinkater. Also dass man irgendwann verkatert ist, wenn man so viel geweint hat. Aber was ich so am Weinen sehr befreiend finde, ist zum Beispiel für mich, dass ich irgendwann auch gelernt habe zuzulassen, dass ich in der Öffentlichkeit weine. Also ich weine halt überall. Ich weine in der Bahn, ich weine... weiß ich nicht, in einem Uniseminar, unter der Dusche, ne? Also das ist für mich das befreiende Gefühl, aber dass du so dieses Raum einnehmen können. Careless Whisper von Wham läuft, oder? Ja, nee. Ich weiß nicht, unter der Dusche, da passiert jetzt nichts. Bei dem Song denkt man doch eher an Sex als an Weinen, oder? Komm schon. Kann man auch weinen, ne? Das finde ich schon sehr klischee-mäßig. Meinst du? Warum denkt man bei Wham Careless Whisper an Sex? Wegen Saxophon? Ja. Das ist ja gut, bei so sexuell geladenes Instrument. Aber wenn Pink Panther läuft, dann werde ich auch nicht geil. Also ein Saxophon kannst du ja nicht irgendwie mit Geilheit verbinden. Hier. Kann doch sein. Kann sein. Alles erlaubt. Na, sorry. Gut. Die Zeit ist um. Ich würde sagen, nächstes Thema. Seid ihr ready? Ja. Was war das? So eine Geste von so einer Zauberassistentin. Überreiche bitte, Sibel. Wärst du daran interessiert, für einen Zauberer zu arbeiten und rauszufinden, wie diese ganzen Tricks funktionieren, wie der zersägt und so? Ja. Ja. Also kannst du mir was anbieten? Oder? Ich habe gerade drüber nachgedacht. Also wenn ich Zauberer wäre, könnte ich dich anrufen und wir könnten drüber reden, ob du meine Assistentin wärst? Ja, also solange ich nicht zersägt werde oder so und solange ich genauso viel verdiene wie du. Ist mir das egal, also ist doch nett. Aber das heißt quasi, wenn wir jetzt noch einen Hasen engagieren, einen Weißen, dann kriegt ihr auch ein Drittel oder was? Naja, ich meine... Hast du gerade Seyda mit einem Hasen gleichgesetzt? Na, hallo? Na, ich hab, jetzt geht das wieder los. Nee, ich habe mich doch auch, ich habe mich auch mit dem Hasen gleichgesetzt, weil ich gesagt habe... Ja, aber dich kannst du, ist mir egal. Aber ist mir egal. Was, wenn wir 3 sind, dann wird durch 3 geteilt. Ja, dann macht doch, ist okay. Das ist okay. Also aber du kannst ja dann in dem Wert, also in dem wir sozusagen Geld ausgezahlt bekämen, dem Hasen genauso viel in dem Wert, keine Ahnung. Möchte ich dich mal erleben, wenn wir Gage 100.000 Euro kriegen, ne? Ja. Und du plötzlich nur 33.000 bekommst, ich 33.000, plötzlich der Hase 33.000, dann möchte ich dich mal erleben. Wenn ich 33.000 Euro bekäme, würde ich überhaupt nicht mehr meckern. Da würde ich so, dann soll jeder Hund und jeder Hase noch 33.000 bekommen, was ist das Problem? Erinnere ich dich dran, wenn wir in Vegas leben, okay? Wir reden einfach über nichts. Dating. Oh mein Gott. Nice! Ja, okay. So, ich würde sagen, was sagst du zu Dating? Hast du schon mal gedatet? Ja, schon sehr oft. Und ich mache das auch gerne. Dating ist immer eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe das jetzt gerade sehr diplomatisch ausgedrückt. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Also ich bin in einer Beziehung seit 6 Jahren. Ey, wir verlieren gerade Zuschauer. Also nein, nein. Sie in einer offenen Beziehung. In einer offenen Beziehung, genau. In einer sehr offenen Beziehung. Und ja, ich finde Dates immer schön. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Also ich kenne auch Leute, die Dates gar nicht mögen. Also vor allem erste Dates, weil sie das nicht mögen, irgendwie mit so einer ganz neuen Welt konfrontiert zu werden. Aber ich finde das immer sehr schön, weil mich das komplett aus meiner Welt rausreißt. Zumindest für diesen einen Abend. Und man ist dann irgendwie, ja, man ist da und man lässt sich so ein bisschen drauf ein. Also wenn natürlich das Gegenüber das auch zulässt und sympathisch ist. Also Dating ist schön. Hab nichts gegen Dating. Ich fand Dating immer schwierig. Also ich bin inzwischen halt in einer Beziehung, in einer festen, nicht offenen Beziehung. Ey, wir haben, gleich guckt niemand mehr zu. Ja, echt. Ist gut. Ich ziehe mich gleich aus. Am Ende, versprochen. Ich sag ja, gleich guckt niemand mehr zu. Okay, alles klar. Pass auf. Dating fand ich halt immer total anstrengend, weil vor allem, sobald die Leute, also es ist ja immer so irgendwie, was machst du denn so? Weil man sich nicht kennt, fragt man halt, was bist du vom Beruf? Und sobald ich dann halt gesagt habe, früher, als ich noch gedatet habe, was ich halt mache beruflich, hat das immer so eine politische Diskussion ausgelöst. Was aber irgendwie auch total unnötig war. Also so, was machst du? Ich bin Autorin. Ach, worüber schreibst du denn? Ja, so über Rassismus, so und dann halt so feministische Themen so. Ja, mein Onkel hat letztens das und das gesagt. Vor allem so, nee, vor allem mit dem Zusammenhang, dass ich ja Migrantin bin und erst seit 11 Jahren in Deutschland wohne. Was hältst du von Erdogan? Hm. Dass ich denke so, eigentlich wollte ich ficken, aber okay, lass uns über Erdogan sprechen. Warum nicht? Aber hast du nicht so, also ich habe letztens einer Freundin den Tipp gegeben, die auch im Moment sehr viel datet und dann immer irgendwann so beim 3., 4. Date merkt so, ey, politisch passt es einfach nicht mit dieser Person, das ist voll wack. Mhm. Und ich stelle zum Beispiel beim ersten Date so oft die Frage, welche Partei wählst du? Und ich weiß, dass es am Ende nichts darüber aussagt, ne, wie diese Person jetzt, wie feministisch diese Person ist, mhm, wie antirassistisch diese Person ist. Ne? Also Leute können keine Ahnung was wählen, kommunistische Partei wählen, aber trotzdem keine Ahnung, was für Vorstellungen haben, kapitalistische Vorstellungen auch. Aber zumindest ist das erstmal so ein Grund, so ein Sieb, weißt du? Also wo ich so Leute durchsieben kann. Aber meistens komme ich auch gar nicht dazu, überhaupt Leute zu daten, die jetzt irgendwie FDP wählen oder CDU. Also ist ich habe in meinem Leben noch nie gedatet. Ich verstehe, ja, weil ich das auch nicht so richtig verstehe, wie Daten funktioniert. Ich finde persönlich, das ist viel zu mechanisch. Ne? Also die Vorstellung, ne, also wenn wir jetzt ein Date hätten, ne, man sitzt so voreinander und man fühlt sich wie bei Günther Jauch. So, ne? Man fragt so einen Katalog ab und es ist so für mich zu mechanisch. Also klar, durch den Zufall kann es auch warm sein, aber ich empfinde einfach, wenn ich jemanden irgendwie, also die Frauen, die ich kennengelernt habe, klar, man hat vielleicht mal irgendwie was geliked oder so, dann hat man angefangen zu schreiben und man spürt irgendwie, ja, da ist irgendwie so ein gleicher Humor irgendwie und dann triffst du dich. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte mal eine Form von Date, das war so, wir haben geschrieben, das war so eine georgische Modedesignerin aus Berlin und dann wollten wir uns treffen und dann haben wir über Humor und so geredet, was man lustig findet und dann war so eine Comedy-Show im Quatsch-Comedy-Club, die heißen Emmy und Wilnowski. Das ist so ein Mann, der sich als Frau verkleidet und sie, also er singt und dann gibt es noch diesen Klavierspieler, die suggerieren, dass sie ein Ehepaar sind. Ne? Das ist wahnsinnig albern, wahnsinnig komisch und ich glaube, ich würde immer, wenn ich ein Date hätte, in eine geile Show oder eine Comedy-Show gehen, weil dann hast du erstmal so die Stunde vorher, du triffst dich und dann ist erstmal so, hey locker, ey, wir gehen jetzt da zusammen hin. Man redet so ein bisschen erstmal oberflächlich, als gleich, ja, was machst du, wo arbeitest du, in welcher Partei, also wie auf so einem Verhör. Und dann hast du halt eine Comedy-Show und dann spürst du ja irgendwie so, man hat Spaß, also es ist erstmal was Positives, man ist in einer schönen Situation. Das ist ja auch ein Date, ne? Also ich verstehe jetzt nicht unter einem Date, nur man setzt sich hin und fragt diesen Fragenkatalog ab. Obwohl ich das auch nicht mehr so schlimm finde. Ich mag auch diese Form von Fragenkatalog ein bisschen, muss ich sagen, weil man so im Alltag oder mit Menschen, die einem eh schon nahestehen, das selten macht, also sich hinzusetzen und über Grundsätzliches erstmal zu sprechen. Ne? Also klar kann das manchmal mit gewissen Leuten unangenehm sein, aber wenn da eine gewisse, weiß ich nicht, Chemie besteht, ist es auch schön, über solche Dinge zu sprechen, weil man dann reflektieren kann über solche Grundsatzfragen und man sich auch so ein bisschen neu erfinden kann. Also ich bin ja auch in jeder Date-Situation ein anderer Mensch. So. Ich erzähle auch wahrscheinlich nicht in jedem Date dasselbe über mich. Mhm. Es kommt ja auch immer auf mein Gegenüber an. Ey, manchmal weiß man doch aber auch nach 10 Sekunden Alter, Katastrophe. Ja, natürlich. Ne? Und dann kann man es auch abbrechen. Also, aber das steht ja alles offen. Ja. So. Hast du schon mal gemacht, nach so 2 Minuten gesagt, ey, das passt nicht? Also 2 Minuten nicht, aber wirklich. 3. Ich habe einmal meinen Gin Tonic, da waren halt so richtig so diese geile Eiswürfeln drin, die so innen drin auch voll sind, diese Cubes. Mm. Also es war, ich habe das einfach so auf Ex getrunken, damit ich mich wieder verpissen kann. Ich hatte einen Hirnfrost, also damit ich einfach schnell wieder weg. Wirklich, es war so schlimm und auch wieder eine Erdogan-Diskussion mit so einem Typen, der unbedingt wissen wollte, was ich von ihm halte. Und dann haben wir angefangen, über Menschen, über Türken in Deutschland zu sprechen und so. Und ich dachte, ich bin gerade einfach im falschen Film gelandet. Und da wollte ich nur noch raus. Also das war wirklich, das waren keine 2 oder 3 Minuten, sondern eher so 10 oder 15 Minuten oder so innerhalb, also genau. Ich hatte mal vor Jahren eine Situation, da hatte ich mich mal ganz kurz bei Tinder, da hatte ich irgendwie Liebeskummer, bla, man macht dann ja so, habe ich mich bei Tinder angemeldet. Das war vor, ja, ich würde sagen so 4 Jahren. Und da habe ich dann irgendwie ein Match gehabt und dann schrieb ich so mit dem Mädchen und dann haben wir uns richtig gut verstanden. Es war wirklich so, dass man sich so leicht geöffnet hat, so. Und, aber es war ein bisschen zu lange. Und dann sagte ich, ja, ey, lass uns doch mal treffen. Ne? So einfach, weil ich bin eh Freund davon, relativ schnell. Ne? Man trifft sich, das in die Realität zu holen aus dem Internet. Dann war es plötzlich so, hey, ich würde dich total gerne treffen, aber also ich würde gerne erst mit dir so mal so eine Videoschalte machen. Das mache ich und also es kostet 50 €, also so eine halbe Stunde. Und ich so, also wir haben wirklich 2 Wochen ging das. Ne? Und ich so, hä, wie Videoschalte, was? Sie so, ja, so mache ich das. Also du überweist es dann mit PayPal, ne? So 50 Dings und also ich kann auch so ein bisschen, ich kann das auch in Unterwäsche machen. Und ich so, hä? Ich habe da überhaupt gar kein Interesse dran. Ich dachte, ne, wir treffen uns so, bla bla bla. Und dann habe ich immer wieder gesagt, ey, pass auf, ich habe da keinen Bock drauf. Ich wollte gucken, ne? Dann war es auch für mich, war mir dann auch egal, ne? Aber ich wollte wissen, ob ich das hinkriege, dass sie sich mit mir trifft. Also nur, ob die abweicht von ihrem... Ja, und am Ende war das einfach nur... Ja, nennt man das Prostitution? Sexarbeit eher. Ja. Ich meine, was ja okay wäre, so wenn es halt transparent gemacht werden würde. So, ich verstehe es auch, dass man sagt, hey, lass mal erstmal so einen Videocall machen. Also es ist ja schon immer auch eine Gefahr... ein Risiko, sage ich mal, sich mit einem fremden Mann einfach zu treffen. Total. Oder mit einer fremden Frau. Und deswegen finde ich das total berechtigt zu sagen, hey, lass mal erstmal einen Videocall machen. Aber das ist halt tatsächlich eine Entscheidung, die du bewusst triffst, eine wildfremde Person zu treffen, über die du absolut nichts weißt und du weißt auch nicht, ob diese ganzen Informationen, die du jetzt in den paar Nachrichten oder auf dem Tinder-Profil oder so gelesen hast, ob diese halt stimmen. Eben, oder du so. Weißt ja nichts. Du hast jetzt gesagt, das kann auch gefährlich sein, mit einer Frau zu treffen, selbstverständlich. Also für alle kann das halt auch genauso, also ich weiß nicht, ob das genauso gefährlich sein kann, aber es kann auf jeden Fall unter Umständen gefährlich sein, auch eine fremde Frau zu treffen, weil die ja auch gewalttätig sein können. Also um es kurz zu machen, wenn das jetzt so ein Date war mit euch beiden, ne, würde ich sagen, man könnte sich noch mal treffen. Aber dann nächstes Mal mit viel Essen und... Und für mehr Geld. Geld und Champagner, aber den habe ich ja schon. Eben, da war ein kleiner Fehler, ne? Also, hast du gemerkt. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke an Seyda Kurt, danke an Sibel Schick. Und ja, besser als Krieg ist besser als Krieg.